Ein Hallo und willkommen zum schaurig-gruseligen 3000 Nightmare Halloween Special. Eine positive Sache hat ja mein YouTube-Name, also schon wenigstens zu Halloween. Ja, und ich zock ein bisschen Borderlands im Zombie-Modus. Ja, super, freut euch alle, ne? Wie ein Keks. Ja, so. Es ist nur ein DLC. Ja, genau. Es ist kein eigener Modus. Genau, und da hat uns schon meine unwichtige weitere Nebenperson dazwischen gelabert. Ein Spaß. Ich habe zwei Gäste dabei und die stellen sich jetzt mal vor. Hallo. Oh mein Gott, ich bin der LBBD1. Kannst du bitte normal reden? Yes. Was für, mein Akzent ist voll beliebt. Du bist nicht Italiener, also. Was für Italiener? Das war bayerisch, schwitzerisch oder so. Ja, der Alex wird doch bestimmt einen Link in die Beschreibung posten, falls ihr zu doof seid, das euch zu merken. Nein, so gemein. Nein, so gemein sind wir nicht, aber die meisten können sich die fünf Buchstaben LBBDE1 nicht merken. Was? Und ABCFGH? Bin ich mitbekommen. Genau, das sagen die am meisten auch. Ja, genau. Jetzt bist du dran, Patrick. Tja, ich bin PFSDD1. Der Unterschied in den Namen ist schon zu erraten. Ja, und die zocken jetzt auch Borderlands, aber die können wir irgendwie nicht beitreten. Die sind noch ein bisschen besser als ich im Moment. Und schön. Klein wenig. Ungefähr 22 Level. Ach, halt die Fresse. Welches Level seid ihr? Welches Level seid ihr? Haha, 98. Was laber ich? 98, ja. Genau. 58. Seht ihr, das sind nur 23 Level. Scheiße, der 22 gesagt. Fuck. Naja. Ich werd angekotzt, ey. Das kotzt mich sowas von an, ey. Aha, check dir die Zweideutigkeit. Vogel, los, mach alles. Ja, gut. Wow, wir haben noch einen dazu gekriegt. Was habt ihr immer noch, Borderlands? Ah, und Sinan ist wieder da. Unsere Kartoffel, Lack the Man und so. Ja, den Kanal poste ich dann auch noch in die Beschreibung. Kartoffel, Alex. Sinan, bitte, du bist ja in einer Aufnahme. Bitte benimm dich so, zivilisiert. Ja, hallo YouTube. Guten Tag, YouTube. Ja, wie geil. Bin ich jetzt live? Ja, bist voll live dabei und alles. Mhm. Ja, und wir müssen jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, ich bin gerade im Zombie-Modus. Mein Name ist 3000 Nightmare alia Alex. Wohnhaft in Aachen, NRW. Und ja, wir zocken hier Zombie-Modus. Und ganz in der Nähe. In Dienstlaken, ne? Nee, wohnst du gar nicht. Quatsch, da wohnt Goldschlag. In Düsseldorf, du Vollidiot. Ja, sorry, nein, ich hab einen anderen. Ich hab so viele YouTuber, da wohnt ein YouTuber, wohnt in Dienstlaken. Ja, Düsseldorf, ey. Hey, da geh ich mal so. Da gibt's so eine leckere Pizzeria. Kennst du die? Die betreibt Rosa und Andrea. Also Andrea ist so ein Mann. Kennst du? Hey, Alex. Oh. Was ist? Oh. Sinan. Die Köder hat angeschlagen. Ich hab jetzt schon einen bei PlayStation Network. Cool. Ding, jetzt bitte zock jetzt kein Black Ops, dass wieder der Ton so laut ist. Nein, ich hab Ton auf, extra für dich. Ah, danke schön, du bist ja so lieb. Ja. Jetzt bist du unser Freund. Freunde für immer, für ewig. Ist das sicherlich immer nett, wenn man bei YouTube irgendjemanden als Freund hinzufügt, wie der dann immer steht, du und der, ihr seid jetzt Freunde. Ich nehme einfach nur jeden an, ne, ganz ehrlich. Nur als Info, es ist jetzt 22 Uhr. Also, Uhrzeit macht's. Ja, und ich muss jetzt eine weitere Kürbislaterne anzünden. Wo sind die? Kürbislaterne, wo bist du? Ach da. Keine Ahnung, ich hab jetzt kommt der Riesenkürbis, ich will wissen, wie der aussieht. Ich will gegen den Riesenkürbis kämpfen. Der ist so, ungefähr 3 Meter groß und spielen. Hat einen Kürbis als Kopf. Da ist der Riesenkürbis. Okay, eigentlich ist es ja nur ein Mann mit einem Kürbis. Ja, eben. Vogel! Yeah! Yeah, yeah! Kann aber auf und so auf mich. Jetzt leuchtet der an der Seite so, hab ich schon irgendwie. Achso, ich hab jetzt so ein Stück Kürbisfleisch, wenn ich da rausgefasst. Ach, das ist doch viel zu einfach wegen meiner Sniper. Außer wieso bleibt auf einer Stelle stehen? Alter, warum wirft der brennende Kürbis? Weil er es kann. Nein, ich hab keine Munition mehr, scheiße. Ja. Toll, ich hab gerade den Müllcontainer geöffnet und da ist nichts drin. Also macht die SMG fast gar keinen Schaden, Pumpgun. So. Geil, wieder Kopf weggeflogen. Einfach ja. Ein Schuss, Quatsch, Kopf weg. Voll geil. Aktiv. Borderlands. Und ich hab so einen Kürbistypen gekillt. Passt doch zu Halloween, ich sag ja, also meine Specials sind immer der Brüller. Stimme steht zu. Alle voll begeistert. Yeah. Die Specials sind richtig gut. Ja, klar. Ja, wenn ich mich konzentriere, dann. Gut, Patrick, ich hab die ganze. Du musst mal, wenn du das nächste Mal bei einem Aufzug bist, kurz bevor der Aufzug am Ende anhält, springen.
Also soll er im Kaufhaus stehen vor einem Aufzug etwas springen oder wie? Bei Borderlands. Und alle gucken ihn so blöd an und denken, was geht. Tja, das tue ich doch gerne im Aufzug immer auf und abspringen, auf und abspringen. Wir haben halt das im Saturn sind wir immer so einfach Fleischwerbung. Einen Aufzug in den anderen gegangen und dann waren wir in so einem Aufzug und plötzlich hat so ein Mann angeschrien: Jetzt Schnauze halten und lass diesen Scheiß. Und wir waren alle so leise und wir durften nichts mehr sagen, ne? Und dann sagt so einer von uns so ganz leise: Aber ich hab keine Schnauze. Und der guckt den nur so grimmig an. Aber das ist geil. So, Alex, dein Account wird gesperrt, aus Schleichwerbung benutzt. Also wegen Saturn? Ja. Ja, klar. So, weil die Saturn die Namen alle deine gesagt. Abonnenten werden jetzt zu Saturn rennen und darum wird Mediamarkt dich anklagen. Hä, wieso sollst du. Hä? Die rennen zu Saturn und Mediamarkt klagt dich an. Ja, nee, ist logisch. Ja, weil alle deine Abonnenten dann zu Saturn rennen. Ich verstehe es schon. Mein Gott, ich komme gleich wieder. Boah, du kommst gleich wieder, ey. Echt eine perverse Sau, wirklich. Es gibt immer noch USK 18, okay? Gibt es immer noch Kinder, die sich das anschauen, obwohl sie noch nicht 18 sind? Hust, für Borderlands bin ich selbst noch nicht 18, aber... Naja, das ist jetzt nebensächlich. Als Let's Player nimmt man sowas auf sich. Ja, obwohl eigentlich hast du ja gerade eben das, diesen Satz und das andere Dings umgewandelt und das erst USK 18 gemacht, weil ich eigentlich... Ich weiß, das stimmt ja klar, ich hätte eigentlich nicht sagen müssen, ja, meine Eltern wollen gerade irgendwas von mir und ich muss... Deine Eltern wollen was von dir, das wird doch immer kranker, ja, das ist jedes Mal herrlich. Nein, ich muss ihnen irgendwas am Computer machen. Ich komme gleich wieder. Bis gleich. Oh, Mann. Oh, der Horst hat mich aus dem Spiel. So, ich verkaufe jetzt ein paar Waffen. So, alle verkaufen. Verkaufen. Ah, ich werd angekotzt. Von wem? Ja, ihr spuckt ihr mich ruhig an. Ist klar. Vogel! Kannst du mal bitte killen, Vogel? Los, kill, süße Zombie. Ah, mach ich das halt. Ah, Junge, wie viel dein verdroppt. So geil. Nicht vergessen, hier den Alex zu abonnieren. Ja. Wenn nicht schon geschehen. Ja, ne, wollte gerade schon sagen. Hey, wie soll denn das gehen? Meine Abonnenten gucken sich das an, abonnieren mich normal, ne? Ja, komm, macht euch. Alle D, alle D-Abo und plötzlich kriegst du alle Abos wieder dazu. Ich möchte heute noch die 10.000, die 1.000 bei Alex, nicht die 10.000. Und ja, ich futter Halloween jetzt Gummibärchen. Rom, 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 lecker, rom, rom, rom. Gummibären hüpfen hier und dort und überall, yeah. Sie sind für dich da, wenn du sie. Alex hat nicht das sind oder die Gummibären, yeah. Und ich hab noch nichts getrunken, okay, und ich bin schon so lustig drauf. Also Respekt an mich selbst. Hahaha. Ich bin zu aufgedreht. Weil er jetzt fast 2.000 Abonnenten hat. Total, erstmal kommen die Daumen, Junge. Patrick, bist du noch da? Ja, ich hatte nur gerade den Mund voll, da hast du mit Gummibären angefangen, ich hätte gerne auf den Tisch gekotzt, also. Wieso das denn? Boah. Machst du keine Gummibären oder wie? Patrick. Boah, ich musste einfach lachen. Also. Wenn du den Mund voll hast, gleichzeitig niesen musst. Ah, lecker. Gerne. So. Man kann ja an Lachgas sterben. Es ist mal jemand fast, weil er so lachen musste, gestorben. Deswegen dieser Spruch, sich totlachen, der ist gar nicht so weit entfernt. Also Leute, passt auf. Ich hab mir dann ins Bein geschossen. Der lustige Tod. Cool, so abgeschossen. Jetzt geht's weiter mit der Mission. Jetzt The Lumberyard, eine Brücke zu Ned. Und jetzt geht's um die Wurst. Ja. Ja. Jetzt geht's um die Wurst, ja. Nee, das steht halt gar keiner. Ach so, Leute. Jetzt geht's weiter hier im Zombie-Modus. Schön Zombie-Schnetzeln. Und schlaf diese Nacht gut. Uhaha. Wenn das hochlädst, ist es doch. Oder lädst es heute noch hoch? Ja, ich lade heute noch hoch. Achso. Naja, eigentlich morgen. Also, jetzt gerade ist es 31. Aber wenn es hochlädst, ist es wahrscheinlich schon der 1. November. Ja, aber keiner guckt das sich um 1 Uhr an. Oder? Doch, glaub mal, da gibt es welche. Also ich möchte hier bitte ein erster Kommentar, wer dann das erste guckt. Ich möchte mal wissen, wer nur das guckt. Ich guck's mir einfach als erster an. Ah! Nein, ein Kamikaze-Zombie, scheiße. Und jetzt noch ein Spucker-Zombie. Einfach mal erster gucken. Au, verdammt. Ah, danke, danke, geh sterben. Los, weg hier. Boah, liegt hier wieder viel rum. Alles aufheben. Boah, Alter, ich hab nur 47 Leben. Aber mein Vogel hat mal wieder ganz viele Medikits hier gebracht, so ist gut.
Geld regiert die Welt. Und falls der PlayStation Network Name Altinova 71, ja, ich weiß, dass du Alex Abonnent bist, das siehst, du warst gerade live in der Aufnahme. Oh yeah. Hä? Wieso? Weil mich beim PlayStation Network angeschrieben hat. Toll, das live... sieht man doch nicht in meiner Aufnahme. Ja, trotzdem, ich habe mir jetzt live in die Aufnahme gebracht. Mhm, okay, gut. Der hasst dich jetzt. Ey, du bist jetzt berühmt. Ja, total. Der freut sich wie ein Keks bestimmt. Wie ein Keks im Backofen kurz vorm Verkrümeln, ne? Genau. Oh Mann. Ich jetzt weiter Gummibärchen. Und jetzt weiter geht's zu Gummibärchen Song, dein Spaß von Scherz. Hebt jetzt fürs Let's Sing auf. Nö. Falls jemand interessiert, ich habe in der Schule so lange Welt gehabt, habe ich Gummibärchen-Porn gemacht, dein Spaß. Haben wir die Gummibärchen verschiedene Stellungen, also 69er Stellung, Missionarstellung von Kindern. Alex, oh Mann, ey. Tja. Ja, man sieht schon Langeweile. Und man sind das viele Zombies. Armes mal Akku. Vogel! Solange deine Lehrerin nicht anfängt, das zu beschreiben, Lehrer. Ist mir das eigentlich relativ egal. Lehrer, okay. Bei uns hat eine Lehrerin versucht, das, die Stellungen zu beschreiben. Kamasutra, yeah. Ja. Kauft euch bitte, wir lesen jetzt eine Lektüre. Ja, Frau Lehrerin, welche denn? Ja, Kamasutra, was ist denn das? Kamasutra. Das ist, was war das nochmal? Dehnübungen. Nee, warte, da war so ein schöner Ausdruck. Warte, wie hieß das nochmal? Sexpartikel. Nein, oh. Mit diesem, wo man die Hand auf blau und. Twister. Twister für Erwachsene, genau. I want to tell you who is the new leader of China. Okay, let's tell it me. Ja. Verstehe ich gerade nicht. Ich weiß, der Typ heißt Hu. H-U. Ach, der kotzt mich da die ganze Zeit an. Von hinten! Auch von hinten kamen ganz viele. Bush versteht das nicht. Und er wollte bei dir noch lieber messen. Er möchte es wissen. Wer es ist. Vogel, los! Stimme ich dir zu. Immer auf die Arme. Ah, greift alle an. Alter, hier liegt so viel rum, das ist so krank. Hm. Ah, greift die auch noch an. Alle sind tot hier. Ich hab schon wieder volles Leben. Ich hab irgendeinen Skill aktiviert, dass ich doch Leben bekomme. Ach hier. In gesund. Achso, mein Blatt, wenn der greift an und dann kriege ich vom Schaden 35% Gesundheit. Ist doch gut. Ja, also wenn ich mein Vogel mache, habe ich direkt full life. Das liegt nicht daran, dass ich mein Leben auflädt. Hä, was war das denn gerade für. Hä? Der Zombie liegt auf dem Boden, switcht nach oben und liegt wieder. Egal. Das Spiel ist noch ein bisschen switcht nach oben. Alter, also die sterben nicht durch einen Schuss, meine Sniper wird mittlerweile zu schlecht. Ja, die ist ja auch für Stufe 60 erst. Also, ja, wieso kann ich. Ich hasse das, wenn mich Leute anspucken, ne? Auch im echten Leben, ich hasse das einfach. Da übergeben sich immer Leute mitten auf der Straße einfach und das geht doch so nicht. Und doch, und zufällig liegt alles drunter. Genau. Also, wenn Alex, wenn ich dir. Meine Sprache ist heute echt irgendwie so voll im Arsch. Wenn ich dich irgendwo mal liegen sehe, wenn ich dich fragen, nach Alex. Soll ich dir mal was Nettes zeigen? Meine Schuhsohle! Ich hab da keinen Plan, ich kill einfach nur und rede. Währenddessen aber. Ach, Waffenkiste. Tja. Wir so. Werden es später sehen. Mhm. Wieso komme ich hier nicht durch? Das Tor ist verschlossen. Mies. Ah, muss ich außen rum. Der Lancer ist an sich übelst langsam, hat aber einen fetten Nachbrenner. Wer von euch hat per Anhalter durch die Galaxis geguckt? Ich. Voll ich. Auf. Ich fand den Roboter. Ich hab das sogar gelesen, weil der Film total scheiße ist. Nein, Junge, das ist voll geil, der Film. Vor allem, ich finde aber einfach das so gut. So, in den neuen Büchern, wo Gott sich irrt. Ich finde den wie heißt Sprecher der einfach so cool. Wie heißt der auch gleich? Ich finde den Sprecher. Nein, du Kamikaze-Zombie, du sprengst dich jetzt nicht in die Luft. Wie heißt nochmal der eine? Der Kumpel vom Arthur. Hä? Dieser Schwarze da? Okay. Ja. Der farbige Bike, entschuldige. Ja, ja politisch korrekt, ne? Der stark pigmentierte. Ach, mal pigmentierter. Wenn schon Klugscheißer, dann richtig. Alter, die kotzen mich hier so an, die Typen. Und das meine ich wohl zweideutig. Die kotzen wirklich um. Vogel hier, Junge, du Kamikaze. Ich finde die Szene voll geil, wie der Dingens. Ich glaube, ich bin ein Sofa. Ich weiß, wie du dich fühlst, Arthur. Voll krass.
Ich werde jetzt nur mit Content-Treffer wegen bei Anhalter durch die Galaxis. Hast du keine Rechte für dieses Film? Also dieses Film genau in Deutsch. Alter, ich hab schon wieder nur... Boah, oder ganz am Ende. Er hat das Tor zugemacht, wir müssen außen rumgehen. Ah ja. Das ist auch ein Fail. Ah, dein Handtuch. Ah ja. Er hat das Tor zugemacht, wir müssen außen rum. Ich hab schon wieder keine Sniper-Munition. Aber die Bücher sind richtig geil und ich frage mich, wieso kommen hier gerade auf einmal so scheiß viele Lance-Truppen? Gibt's davon Bücher? Hä? Ja, es gibt von Per Anhalter durch die Galaxis ein Buch. Der Film ist ein Film zum Buch. So ja, ganz ja. Nebenbei. Gut, schau, das schätze ich nicht. Es gibt sogar 5 Bücher. Die zieh ich mir alle mal rein irgendwann. Du kannst lesen? Ja. Ja, ich kann lesen. Nicht extrem, du, ja. Ne? Extrem. Ja. Wir kommen jetzt in ganz harten Geständnisse. Jetzt packt hier jeder aus. Also, wenn man in mein Zimmer kommt, über 50% meiner Regale stehen für Bücher. What the hell are you doing? Meine Eltern haben einen Raum in den Regalen. 100% der Regale sind voller Bücher. Vielleicht nennt man auch sowas Bibliothek. Nein, okay, der Raum ist relativ klein, er ist nur 2,5 x 2,5 Meter. Das ist eine kleine Bibliothek. Ja, so Pi mal Daumen. Pi 2,1415. Oh, meine Combat-Ref ist einfach voll schwer. Und da meint, ich würde klugscheißern. Die Combat-Ref liegt nicht in der Combat-Ref, Alex. Ich kann mich jetzt auf Klugscheißer-Batman. Bei mir hat komischerweise noch niemand geklingelt, um einfach nach Süßigkeiten zu fragen. Dass man dieses Standard-MG vom Lancer auch zu den Seiten drehen kann. Bei mir hat auch noch keiner geklingelt. Tja. Ich mag das kleine Vielleicht, also ich weiß halt nicht. Klingel bei dem. Guck mal, Laurin, ich weiß nicht, wieso bei mir noch niemand geklingelt hat. Vielleicht liegt es an dem Schild, wer klingelt, der stirbt. Stell vor. Was ist so das Schild echt dahingehängt? Echt, bitte? Hast du das echt dahingehängt? Ja, das ist meine Idee für nächstes Jahr. Mal gucken, wer klingelt. Und dann, ja, man müsste nur einen entsprechend starken Elektroschocker in die Klingel einbauen. Nein, ich mach so, ich habe ja mehrere Etagen und man kennt das aus Hürden. Du musst erstmal, ich bin in Etage 3, überwinde Etage 1 und 2, dann bekommst du die Süßigkeiten. Macht man so einen Dungeon da draußen. Und so, let's play a game. Genau. Oh mein Gott. Ich befinde mich heute in meinem Spiel. Du bist der Erste und ich der Letzte. Ich sehe das nur so eine Warteschlange. Alter, ey, wir haben echt keine Hobbys, oder? Nein, das haben wir echt nicht. Doch, wir nehmen ist ja gut. Ich dachte schon, wir wären 12 nach 10. Ja, doch, 12 nach 10 nehmen wir auf. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt. Alter, ich kill die einfach die ganze Zeit so, immer und. Circa 12 Minuten nimmst du gerade auf. Echt? Nein, länger, oder? Wann hast du denn angefangen? Keine Ahnung, also, so nach. Ich bin beigezählt und 20 Uhr. Also, keine Ahnung, da nehme ich schon so bestimmt so fast 20 Minuten auf. Zombies auf Plätzen stehen. Du darfst jetzt noch länger hochladen. Und wenn nicht, mach 15 Teile. Egal. Part 1 vom Halloween Special. Part 50 irgendwann, oder? Dann haben wir schon Neujahr, wenn das der 50. Part draußen ist. Ich mach mir gleich so, ich mach so ein schönes Bild von dir, so Halloween, und dann lade ich das hoch. Na, mach ein Thumbnail, das gar nicht passt. Ah ja, von Ali Blali, ne, so. Habt ihr die gesehen? Ja. Erfolgreich werden. Ah, jetzt hast du gerade ihn noch ein bisschen gepusht, super. Ja, ist dann gut. Ali Blali, ich liebe dich. Oh. Wenn du dieses Let's Play siehst, bist du sehr tief gesunken. Halt die Fresse, vor allem, was heißt hier Let's Play? Junge, dafür kommst du jetzt durch. Also das ist... Ich entschuldige mich ganz öffentlich an bei Albladi und der ganzen YouTube-Community. Du meinst es doch mich. Wenn der auf meinen Kanal gucken würde, wäre er tief gesund. Dann muss ich schon bei mir entschuldigen. Du Vollpfosten. Jetzt kannst du nichts mehr sagen. Jetzt mal ganz ehrlich, was machen irgendwelche Gegner, die fliegen können, am Boden? Frag sie. Zu spät, ich habe sie bereits überfahren, weil sie ja eben am Boot war. Du Mörder! Immer diese gewaltvollen Spieler. Es war eine Lance-Robodrohne. Sie wird es kaum vermissen. Wisst ihr, YouTuber, ich verstehe das nicht. Diese gewaltvollen Spieler, ich meine,
seht euch mich an. Headshot, 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 Headshot. Ja, bei dir. Oh mein Gott, sie haben sich ein pinkes Auto gemacht. Hey, pink ist voll cool bei Borderlands. Mein Auto ist gerade auch pink, ne? Weil der Alex das so gerne hat. Hey, du kannst mir gesagt, nicht droppen, aber seitdem ich dummerweise immer ein pink Auto. Ich hab dir gesagt, du kannst es ja mal ausprobieren. Ich hab dich nicht gezwungen, das zu machen. Ja. Aber ich wollte halt schon so mit so einem fetten Lancer da stehen, während der Alex da reinkommt. Natürlich extra für ihn in rosa, weil er die ja so gerne mag, die Autos. Wir denken jetzt mal nicht drüber nach, wieso. Und dann geht das leider nicht. Weil Borderlands es nicht schön findet, dass wir... Ist jetzt playerfreundlich. Ja, dass wir zusammenspielen können. Schnüff, ganz schade und so. Ja, vielleicht klappt es irgendwann nochmal. 15 Jahre später. Hey, Lauri, kennst du mich noch? Ich bin seit 3000 Nightmare. Also, ich weiß ja nicht, was mit dir los ist, aber wenn du in dem Alter schon so sprichst, dann muss es dir echt nicht gut gehen. Tja, Krebs im Endstadium. Mit dem weißen Pulver da. Die Leute mit dem weißen Kittel sind gleich da, keine Angst. Und wieso verteile ich einfach nur reihenweise Headshots? Die Leute in dem weißen Kittel sind deine Freunde. Keine Sorge, keine Sorge. Klar, du musst Sorgen haben. Sie sind absolut... Ah! Achso, das ist erstmal eine Zombie-Welle. Ich muss jetzt hier warten, bis das Tor sich öffnet. Ach so, sagt mir das mal jemand? Vogel, los, erledige sie. Jetzt hab ich hier wieder die ganzen Headshots verteilen lassen. Hm. Ist ja echt, das ist so eine Heidenarbeit. Ich glaube, ein Vogel kann auch keine Headshots verteilen. Ich muss die Headshots verteilen, mein Vogel greift noch mit an. Ja, ist doch auch besser so, dann hast du wenigstens ein paar klare Gedanken. Zwischendurch. Ja. Alter, ich weiß nicht, wie viele ich schon jetzt mit der Sniper mittlerweile gekillt habe und meine Fortschritte will irgendwie nicht steigen. Das ist voll komisch. Tja. Team Junction. Vogel, nochmal. Wow, der Freak ist nur in Level 69. Werdet ihr doch bald auf, dann kommt. Boah, jetzt kommt schon, ist das mal endlich unten? Ja, geht doch. Lass mal gleich Chromerux den Unbesiegbaren besiegen. Das Ding ist Level, was war das nochmal? 63. 61. Eine Brücke zu nett. Ach, das war hier schon eine Brücke zu nett. Ach so, cool. Nicht ohne meinen Claptrap, nee, das ist das ja gar nicht. Jetzt geht's um die Night of the Living. Ach so, jetzt, ich muss schon Dr. Nett jetzt erledigen. Ja. Ach so. Oh Mann, das ist einfach. Wir jetzt freuen uns auf den Abspann, ne? Jawohl. Der Abspann ist am coolsten. Mhm, finde ich auch. Ja, okay, ich muss die andere Mission muss ich noch auf den Weg machen und dann beende ich dann auch dieses Halloween Special. Komm jetzt schon? Mir egal. Ich habe für den Scheiß mehrere Wellen entworfen. Dann wir dachten, wir machen jetzt hier die ganze Nacht durch. Aber ich habe gar nicht gecheckt, wieso Dr. Nett jetzt eigentlich auf einmal sauer auf uns ist, ne? Da blick ich irgendwie nicht. Weil durch. Du weißt, dass er die Zombies gemacht hat. Ja, und du hast das Jacobs gesagt. Uiuiui, sind wir böse. Kann ich in der Nacht trotzdem noch in diesen Dungeon rein? Wer weiß. Wir waren da noch nicht nochmal. Wart ihr da noch nicht in dem Zombie-Ding? Ja, weil doch, wir haben ihn schon platt gemacht, aber wir waren noch nicht nochmal da. Ist ja gut, schrei mich nicht immer direkt so an. Doch. Schrei mich nicht so an, das mag ich nicht. Musst du gerade sagen. Muss Stalos ankotzen. Ah, ich kann mich nicht bewegen, weil ich voll gekotzt bin. Ah! Tja, ich würde mich auch nicht bewegen, wenn ich voll gekotzt wäre. Toll, bist du jetzt irgendwie abwaschen, bleibst du die ganze Zeit so stehen irgendwie. Jetzt hab ich schon wieder keine Muni. Was hab ich denn da für einen orangen Revolver schon wieder aufgehoben? Vermutlich irgendeinen Ultra-Rare-Revolver. Unendlich Feuerkraft. 255 schon. So heißt er einfach nur, das sind diese dummen Jacobs-Sprüche oder so. Ja, ich finde das eigentlich voll gut. Ich hatte mal eine SMG, da hat sich die Munition von selbst wieder regeneriert. Ich meine, okay, nicht so, dass man Geldmangel hat und das nötig hat, aber trotzdem, ich finde es einfach nur gut. Ich gehe jetzt auch mal nach Jacobs Cove. Passt besser zum Zombie-Special. Genau.
So, ich bleib hier und mob kleine Kinder. Ja, ja, mob du ruhig wieder die kleinen Kinder. Ah! Ein Wehrskark! Ein Wehrskark! Halb Wehr, halb Skark. Also halb Werwolf, halb Skark. Genau. Eigentlich heißt Wehrmann. Nee, ich. Ah ja, stimmt. Deswegen haben die immer so eine Hose an. Die laufen auf zwei Beinen. Das muss doch immer wieder verbessern. Oh. Bezahlen Sie dir bei Jacobs. Ich weiß, versucht mich hier Dr. Nett zu bestechen. Aber ich bin arm wie eine Kirchenmaus, nachdem ich jeden Cent entzog. Show him your true power. Was hat ihm das eigentlich gebracht, diese Zombies zu schaffen? Keine Ahnung. Außer dass er nirgendwo mehr rumlaufen kann, ohne von irgendwie angegriffen zu werden. Vielleicht wollte er einfach eine Was sind Bäume nochmal? Das sind echt hohe Pflanzen, die aus dem Boden rauskommen. Mal das dann jetzt. Ui, ui, ui. So. Ja, ich krieg bestimmt 5 Kommentare von wegen, let's playst du das Spiel? Nichts gegen euch YouTuber. Ich kenne euch ja mittlerweile. 80.000 Disabos. Disabos, ja. Ja, mittlerweile kenne ich euch Abonnenten, ja, und dann ist es ja relativ verständlich. Ist so, jetzt muss ich nur noch die letzten finden. Ja, yeah, ab geht's hier in so eine komische Fabrik oder so. Und ihr müsst mal kurz dranbleiben, bitte, Leute. Einen Moment. Hallo, Leute, da sind wir wieder zurück. Und es hat gerade kurz geleckt, das war aber ganz klar. Und, hier, Hilfe. Explosionszombie. Tja, dass du Hilfe brauchst. Benutzt doch das Fachwort Kamikaze-Zombie. Nein, das ist kein Kamikaze-Zombie. Der hat so ein explodierendes Fass oben einfach im Rücken. Das will nicht kaputt gehen. Tankenstein. Ich geh Dr. Nett auf die Nüsse. Ja, das will ich aber nicht. Ja, bin ich ja ganz ein Harter. Ein Harter, der ihm auf die Nüsse geht. Was macht Dr. Zett denn? Kopfkino. Was macht Dr. Zett denn so gefährliches? Richtig schlimme Scheiße. Du hast geflucht. Boah, ich kill jetzt auf alle mit der. So, mit der Sniper hab ich wieder Schuss. Und ich starte jetzt viel schneller nach. So gut. Einfach mit meiner SMG durchballern, die killt eh alles auf einmal. Meine SMG killt eh alle auch alles auf einmal. Ein Raketenwerfer killt alles in einem ziemlich hohen Umkreis. Ja, deine. Ich hab ja die Atomexplosion, okay? Der hat nicht mehr Atomexplosionen, hat aber ungefähr die gleiche Wirkung, nur ohne die dummen Nebenwirkungen. Wie nukleare Verseuchung, nuklearer Winter und so weiter. Das ist ein Spiel, da kriegt man nicht wirklich Strafe. Du bist der blöde Karacho, der ist mir jetzt nicht egal. Ah, okay. Stellen wir Rümpfe her. Ah, ich werde schon wieder angekotzt. Ich werde auch die ganze Zeit angekotzt. Warum laufen die Leute immer von mir weg? Ich will auch nur Liebe und Zuneigung. Du willst einfach nur töten. Was ist denn? Mörder. Warum tötest du immer Leute? Wirklich? Ja. Und warum zerstörst du immer Sachen? Man sieht, ist der Sinn des Spiels. So, und da hinten muss ich jetzt nur noch den Trottel finden. Und dann, ja, kann ich doch dann. Der arme Trottel, du hast ihn beleidigt. Heul doch. Alter, Alter Skark, Bär Skark geht tot. Komm, stirb. Geht tot gibt es nicht. Grammatikalisches Unding. Ich etwas, ne? Ich bin dein Gegenstand jetzt. Ich etwas. Er wurde zum Gegenstand degradiert. Du musst jetzt erstmal wieder Leute töten, um deinen Rang zu erhöhen. Junge, wer denkt, was ich mache, was in Borderlands die ganze Zeit macht? Hier wird man zum Massenmörder. Nein, im Real Life. Ach so. Nee, danke, verzichte. Das steht doch gleich auf. Ich habe doch so eine zarte Seele. Patrick. Was? Was aber doch gleich auf dem Steckbrief von Brick steht. Mhm. Oh mein Gott. So, das war's. Ab kann ich jetzt. Halt, Patrick muss Ihnen noch erklären, was denn nun draufsteht. Patrick, erklär's Ihnen. Ja, warte, ich muss mal eben. Ich hab das jetzt nicht beendet, ich will nur sagen, dass ich jetzt Ned töten gehe. Ach so. Wir dachten schon. Schrecklich. Sinan, bist du noch da? Nee, er hat sich verkrümelt. Okay, gut. Oh mein Gott, er hat sich zerkrümelt. Ich mach mir gleich noch Fritten, glaube ich. Auch. Super, mein Mikro hat sich einfach gemutet. Hey, Sinan, Hasi.
Jetzt fängt das schon wieder an. Ja. Alle hatten wir das jetzt Thema nicht schon. Ja, schon fast 2 Millionen. Juhu. Ich bin fast Level up. Welch Level? Fast 16. Aber Dingens bei. Bei dem Black Spiel, Obst? Das ich jetzt, ja, beim schwarzen Obst. Verdammt, ich finde den Steckbrief nicht mehr. Da gibt's überall Steckbriefe. Ja, ja, aber ich hör mal auf, die kleinen Kinder hier zu mobben. Okay. Ich meine, es macht ja keinen Spaß, Level 16 und dann dauernd die Beute wegzuschnappen, ne? So. Muss ich dich töten? Oh ja, Dr. Nett hier, große Sprüche klopfen. Wenn ich gleich komme hier, dann machst du dir in die Hose. Oh, hallo Zombies. Spoiler doch einfach mal ein bisschen. Was denn? Ich hab den doch noch nie gekillt. Ne, aber Spoiler, komm, Laurin, du hast doch schon das paar Mal durchgespielt. Ich ja, wir freuen Spoiler uns alle mal auf den Abspann, mehr sag ich nicht. Das war gerade so lustig. Ja, der Abspann ist das coolste. Ja, jetzt eine Videosequenz. Du stinkst nach Popcorn. War, ich stink nach Popcorn. Jetzt bin ich wütend. Toll, wenn ich nach Popcorn stinke, oder wie bist du wütend? Du kannst mich doch Vogel hier, komm. Du hast doch Vogel. Wo ist denn der Dr. Nett jetzt hier? Ach ja, der ist ein Schild ausgeschaltet. Geil, weil alle einfach das Schild ausgeschaltet. Nein, der Mann nicht so schnell. Rennen, bitte schön, das ist ja unfair. Drecksessel. Weißt du, wenn ich jetzt daneben. Okay, ich wollte jetzt eigentlich meine Sniper nehmen und fair sein, aber okay. Wenn du so spielst, dann nehme ich jetzt meine. Dann komme ich jetzt. Blute hier! Alex, ich will noch minderjähriger YouTuber sein. Tot! Hä? Jetzt kommen die Credits nur. Fertig. Und jetzt zerhackt da irgendetwas. Es ist noch nicht vorbei. Doch, ich sehe die Gedärme. So fertig oder was? Wie undead, Ned. Was ist das denn jetzt? Ja, hey, ich dachte, der wäre jetzt tot. Ja, eben. Ja, jetzt ist er untot. Ja. Und dann musst du nochmal gegen den undead Ned kämpfen. Ja, mach ich doch jetzt gerade. Eben. Wo sind der jetzt hin? Och, Mann, ja, das hab ich aber echt nicht gewusst. Wo sind der jetzt? Hey, undead Ned, wo bist du? Hallo, mein Vogel. Der ist in so einem Loch im Brunnen gesprungen. Ach so, muss mit dem folgen. Vogel. Da! Muss ich auch runterspringen? Oh, geil! Hilfe, da wäre ich ja, du musst auch runterspringen. Oh. Och, ich dachte, das wäre jetzt vorbei, wäre aber zu einfach. Ist er stark? Nein. Also. Nein. Wanted. Also, gesucht. Für das Ermorden und Ausrotten von allem, das sich bewegt. Muss ich hier auch runterspringen? Ich weiß es nicht. Ja. Also, Doktor. Ich war gerade, achso, hier ist überall Blut. Das ist schwarz. Und da ist dieses schwarze Zeugs, ne? Ja, ja, das ist dieses riesige schwarze Zeug. Ja, gerinntes Blut wird schon so ganz. Nein, das ist zensiert. Was soll das denn sein? Weil alle 18-Jährigen ja das nicht abkönnen. Was soll das denn sonst sein? Das sind sonst Gedärme und so weiter. Das ist so ein riesiger blutender, pulsierender Darm. Klar, aber alles sonst hier, alles ist sonst nicht zensiert. Hier sieht man doch trotzdem das ganze Blut verschmiert und alles ist rot. Wenn das Sinan, das sieht nicht aus wie gerinntes Blut, wo du denkst, geronnenes wirklich, Blut. Geronnenes Blut, wo du wirklich sagen kannst, das ist, sieht gut, das sieht wirklich aus, als ob die da nur so drei schwarze Farbflecke reingemacht haben. Okay. Ja. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ich habe auch erst gedacht, ja, vielleicht, aber. Aber guck mal, hier ist alles, du bist in so einem Magen drin oder was das auch immer ist. Das sieht schon scheußlich genug aus. Außerdem, ich finde das auch so ankannt. Ich meine, ey, 18-Jährige, warum sollte man... Wenn sich jemand das kauft, dann muss man doch wohl erwarten, dass er groß genug ist, da um sich das anzugucken. Ja, ne? Wenn ich es nicht abkann, irgendwelche Gedärme zu sehen, dann kaufe ich mir das auch nicht oder so. Dann hätte man ja eine Ausschaltfunktion. Also mit der Sniper wird das irgendwie heute nicht. Ich glaube, dann nehme ich doch die SMG. Als wir uns zusammen zocken könnten, könnte ich einen super Sniper geben. Die sehr viel Schaden macht, dann ungefähr ab 23 Level über dir liegt, aber. Du würdest ihn auch mal anschotten. Ich mache heute mit der SMG gerade 5 Grad. Wir machen das. Und fertig. Jetzt. Okay. Geil, Ned ist untot, Baby. Dr. Ned's Zombie-Insel. Schon fertig mit dem DLC? Ja. Goal. Ja. Die Kammerjäger haben den bösen Dr. Z aufgehalten. Nein, wo war ich? Toll, das kommt doch jetzt gar nicht. Dr. Nett wurde was also kommt nicht? Dieses komische, was ihr da gemeint habt. Was denn? Und mir
Von dir? Wie das denn? Ja, das mit dem, was ihr da meintet. Das kommt doch gar nicht. Bett, du kleines. Ihr meint, dass der Abspann von Undernet zerrissen wird. Ach so. Dreckiges kleines Waisenkind. Sie gönnen dir nicht den Abspann. Sie müssen dir gleich noch ein zusätzliches Boss-Battle dahin packen. Tja, warum ihr so langweilig? Ja, so langweilig. Deine Bedürfnisse interessieren jetzt hier niemanden, okay? Nein, Spaß. Ich habe auch Bedürfnisse. Ah, nicht mehr lange. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Lieber nicht. Halt die Fresse, halt die Fresse. Es gibt allen Ernstes eine Internetseite, die Libanet heißt. Ja. Hey, ich bin Level aufgebaut, ich bin Level 36. Ja, cool. Ja, jetzt kannst du ja mit uns zocken. Weil ich jetzt ein Level über weiter bin, ne? Direkt. Ja, genau. Du musst etwas näher an unser Level machen? Kommen, damit das Magazin das akzeptiert. Was soll ich machen? Magazinkapazität für meine Sniperhöhe? Oder lieber, wird ein Feind mit einer Sniper-Rifle getroffen, verringert sich die Abklingzeit von Bloodwin. Ja, die Abklingzeit von Bloodwin. Kann ich den noch schneller wieder beschwören. Hm. Kann das, klingt, beschwören. Ja, beschwören. Ja, Leute, und dann sehen wir uns gleich im nächsten Spiel wieder. Bis dahin sage ich, ciao. Ich hoffe, wenigstens das hat euch ein bisschen gefallen. Und gleich sehen wir uns wieder. Tüdelü. Ciao, ciao. Ciao. Und tschüss, bis denn. Genau. Ciao. Was tschüss. Später. Ja, das war's jetzt auch. Tschüss. Ein Hallo und willkommen zurück zu einem Bosskampf von Borderlands. Ja, ist es jetzt 3 Stunden her, seit wir die letzte Aufnahme beendet haben. Und ich begrüße wieder den Laurin. Hallo. Den Patrick. Tag. Den Sinan. Hey. Und den Alex. Ah, klatsch, klatsch, klatsch. Ja, hallo Leute. Mann, ich bin wieder so aufgedreht heute Abend. Das liegt am vielen Wasser, das ich getrunken habe. Weißt du, es ist morgens. Ich werde ziemlich besoffen von Wasser. Wasser, ne? Ja, hochalkoholisches Wasser. Sag mal Leute, alle Leute, investiert euer Geld in Alkohol, wo sonst kriegt man 40%. Oh Mann, ja. Junge, wenn jetzt die Jugend trinkt, wenn Orangensaft, es gibt ja Orangensaft mit 100% Fruchtgehalt, wenn das doch Alkohol wäre, dann würde man 100% Alkohol trinken. Du musst einfach nur ein bisschen warten, das gärt doch. Ja. Ah, ja, noch mal den wir hatten mal einen Apfelsaft in der Schule stehen den ganzen Sommerferien lang und ja. Ja, war ein bisschen alkoholisiert. Ja, ein bisschen ist gut. So, und jetzt kommt der Endkampf und ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Hallo, hallo, hört man mich gut? So, nicht so laut, Alex, es ist 10 nach 1. Transfusionsgranaten. Der hat so eine scheiß Alien-Waffe. Aber meine SMG regelt das. Ich will alle Alien-Waffen haben. Mama will alle Alien-Waffen haben. Dann lese ich nochmal vor, was ich will auf der Alien-Waffen haben, nicht meine Mutter. Meine Mutter hat ein iPad. Die braucht keine Alien-Waffen. Es gibt Bazillionen Waffen. Das heißt, du kannst nicht alle haben. Doch. Wenn man nur fest an das Herz der Karten glaubt. Alex halt's morgen zock. Hey, so redest du nicht mit Nightmare Area hier, also Freundchen. Ich glaube, es geht los. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo dein Bobbycar schläft. Boah, ich bin, also ich weiß, ob es peinlich ist, aber ich bin mit 8 Jahren noch mit meinem Bobbycar ab und zu rumgefahren, weil ich dazu Lust hatte. Ja, und? Wuff, wuff, wie, was heißt hier Hund? Du Hund. Boah, Kinder, chill doch mal. Du bist der Sohn einer Hündin. Schenkt wird euch. Ihh, dein Vater schläft mit deiner Mutter. Mit meiner Mutter. Mit deiner Mutter. Oh Mann. Also bitte, es heißt Mr. Shank. Ich sniper den einfach. Ganz ehrlich, als Sirene hatte ich mehr Probleme mit dem. Ja, lag vielleicht am Level. Nö, ja, da war ich vielleicht ein bisschen underleveled, aber ich bin. Einfach der bleibt da hinten stehen und ich kill den. Liegt vielleicht daran, dass ich jetzt einen Sniper habe. Vogel, los! Hui! Los, Horst! Ja, Alex, wenigstens ein paar klare Gedanken, wenn er seinen Vogel losschickt. Genau, den Adler, Horst. Boah, Alter, kann der denn jetzt... Vögeln. Ja, er ist tot! Wer den Witz mit Adler, Horst verstanden hat, Daumen hoch. Ja. Genau. Der Rest bitte Daumen runter. Boah, Alter, kannst du mal deinen Mund halten, Sinan, wirklich. Ich glaub, boot alles Sinan aus. Buh! Okay, Alex. Ich hab eine Alien-Waffe gefunden. Ab jetzt bitte alle Alex haten. Ich weiß ja, die Alien-Waffen sind total scheiße. Aber ich will sie trotzdem haben. Ich will meine ganzen Minerbussen schütteln. Ach ja, der Laurin. Ja, 3 Stunden, 2 Liter Wasser. Das ist heftig. Ich trinke jetzt auch mal was. So, das war mein Headset. Ah. Nicht so wie Mr. Shank, der Augen mit Strohhalm schlürfen wird. So, jetzt dritter Liter angebrochen. So ist es.
Also, ich würde sagen, hier beende ich das jetzt, glaube ich. Ein ziemlich kurzer Kampf war das. Aber ich verkaufe jetzt erstmal die Alien-Waffe hier. Ach. Nein, 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 verkaufe. Zu spät. Ja, ich kann zurückkaufen. Kaufe zurück. Nö. Doch, doch, ich kaufe dir alles mögliche, ich will die haben. Ja, Junge, okay. Meine Güte. Ist so. Passt, ich hab sie wieder geholt. Oh Mann, ey. Wenn du da glücklich bist. Wir haben ja ein Video beweist. Ich bin nicht glücklich. Der Patrick weiß, was ich meine, ne? Glaub mal, ich handle jetzt so voll viele Leute bei YouTube so an. So, hey. Wenn ich handle so voll viele Leute bei YouTube an, hey, ich hab noch eine Waffe, ich auch noch. Ja, schreib mich mal an. Kommt bei Borderlands, ich nehme alle Waffen. Ist so. Nee. Alle, die noch Alien-Waffe haben, ne? So, Leute, gebt ihm nicht die Alien-Waffen. Ihr unterstützt nur seine Sucht. Wollt ihr noch einen weiteren Borderlands spielen? Wollt ihr wirklich, dass ein Siebenjähriger nur vom PC hängt? Der Siebenjährige, hallo? Unverschämt. Er ist doch gerade mal 6, verdammt. Ach, sorry. Ach ja, und alle unter 18 bitte abschalten. Ich kann das nicht tolerieren. Das sind dann halt irgendwie. Geht so nicht. Patrick, welches DLC das mit Claptrap war, das was erst ab 16 ist, ne? Ja. Wieso ist das erst ab 16? Ja. Wieso? Ganz Borderlands ist ab 18, aber dieses DLC ist ab 16. Mama, weiß, guck mal, da habe ich Borderlands haben, das DLC ist auch ab 16. Ja, okay, du hast mich überzeugt. Ja, danke schön. Aber so ein fettes MG ballert auf mich und ich komme mit so einer scheiß Combat Rifle hier, die einfach nichts kann. Das sind Gatling-Geschütze. Ja, hier liegen überall tote Claptraps rum. Oh, der nein, ich lieg auf dem Boden, scheiße, wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Das muss ich rausschneiden, ich darf doch nicht verlieren. Wo ist der Gegner? Ach, der hat noch seine Drecksgranate geworfen. Was für ein Scheiß. Egal, und damit beende ich das mit diesem Tod und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Tüdelü, wie gesagt, ciao. Alle Alien-Waffen an mich. Ja, tschüss. Ein Hallo und willkommen zum letzten Part von meinem Halloween-Special. Ja, zwar kein Gruselspiel, eigentlich war es die ganze Zeit gar kein Gruselspiel, hat gar nicht Halloween gepasst irgendwo, aber egal. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Battlefield, Bad Company 2 nochmal. Ja, und dabei sind jetzt nur noch der Laurin. Ja, ja, ich bin noch kurz dabei. Ich schreibe gleich. Sag noch ciao. Genau, Patrick ist auch noch kurz dabei, aber der geht jetzt gleich. Haja, haja. Ja. Ich auch, weil wir sind ziemlich müde. Ja, mir ist Drink und Cola ausgegangen, also. Ich wollte, er hatte eigentlich von noch Fritten zu machen, aber ich glaube um 2 Uhr nachts ist das nicht ganz so toll. Also ich empfehle es keine. Ich könnte mir jetzt noch Hähnchen warm machen. Hey, ich weiß nicht, was ich mit Fritten mache. Bin mir nicht sicher. Okay. Ja. Auf jeden Fall, ja, gute Nacht ihr alle und. Ja, gute Nacht. Träum was Schönes. Töte ein paar für mich mit. Jo, mach ich. Mindestens 15 Stück. Okay, ich wünsche dir. Bin ich enttäuscht von dir, würde ich töten. Okay, ich wünsche gute Albträume. Ich bin ja 3000 Albträume. Also 3000 Albträume. Ja. Na, egal. Ja, ich werde von deiner Mutter träumen. Oh yeah. Das ist Albträum genug. Hallo, nett. Ich weiß. Gute Nacht. Nacht. Oh, ja, ich will die laufende Konversation beenden. Laurin, bist du jetzt noch da? Ja. Hallo, Laurin. Hi, Alex. Lang nicht gesehen. Was geht? Naja, gesehen haben wir uns noch nie. Lang nicht mehr gehört, ja. Ich hab nur dein Skype-Bild gesehen. Ja, weißt du, ich bin die Frau da drauf, musst du wissen. Nein, das alte, was du doch während dem eine Nacht mit Night Special hattest. Achso, ja, das. Ja. Alter, wie wir es einfach nicht mehr wissen, diesen Sniper da zu killen. Ist auch ein bisschen fail. Mhm. Aber jetzt haben sie den. Okay, gut. Wenigstens ist jetzt niemand mehr da, den du sagen musst, der muss rechtzeitig aus dem Panzer aussteigen. Nee, außer mir selber. Ja. Und ich will meinen Panzer nicht fahren gerade. Oh, sag, wann die 10 Minuten vorbei sind, ne? Ich will dann endlich. Ja, ist noch viel Zeit. Schicht im Schacht machen. Mhm. Warum, wenn ich mich mit dem Panzer bewege, bewege ich mich auf dem Stuhl gerade mit? Ich mach mir Sorgen. Ja. Real life pur. Ja, weil okay. Das echt weniger zocken ist. So. Nee, das ist gerade, weil ich so voll nervös bin, weil ich einfach nur schlafen will und dann werd ich so scheiße nervös. Also ja, dann will ich einfach nur aufstehen und ich versuche die Zeit jetzt gleich, ich bin so voll hibbelig und alles. Mein Kumpel hat mal auf so einem 3D-Bildschirm getestet. Da gab's irgendwo und dann gab's da zum Testen Battlefield Bad Company. Also es ist keine mehr auf dem Server, mal ehrlich, wieso mache ich das eigentlich hier noch? Ja, weil du noch einen abschließenden Part haben möchtest. Nee, weil ich es brauche. Okay. Ja, aber wie gesagt, der hat Bad Company gespielt. Das reicht mir endgültig. Nee, du Sniper, du tust dir kein C4 dran. Ha, hab ich nicht ausgetrickst.
weiter. Und dann kam irgendwann eine Rakete an, direkt auf ihn zu. Und mit dem 3B, Dreh, ja, 3B, 3D, ja, ist, du wirst auch schon langsam müde. Mit dem 3D-Bildschirm sah das so aus, als ob die aus dem Bildschirm rauskommt. Der ist richtig zur Seite gesprungen. Richtig krass, wie das aussah. Von der Seite angeschossen. Passiert hier nicht auch nicht alle Tage, dass aus dem Computerbildschirm raus eine Rakete auf dich zufliegt? Ja. Das ist wahr, das ist wahr, das ist klar, alles klar. Hm. Oh Mann, ey, ich will einfach nur noch. Ob jetzt auch mein Typ gar nicht bemerkt, dass ich währenddessen aus dem Panzer rausgegangen bin, der schon kaputt gegangen ist, ich schon gestorben bin und jetzt bin ich auf wieder reingegangen und der sitzt auch noch drin. Ich werde jetzt auch eingeschlafen vom Bildschirm. Ja. Ach cool, jetzt bin ich über eine Pan. Über. Ah ne, jetzt sind wir tot. Cool. Ja, das war. Gut, so, ihr weit. Keine Ahnung, ich bin nicht müde, ich kann noch die ganze Nacht durchmachen, Leute. Also, naja, Alter, könnt ihr mal weggehen, mein dummes Quad, ey, da könnte ich mich gar nicht bewegen. Ich brauche meinen Freiraum. Aha, komm ich schon von der Seite, haha, Wichser. Hatte der nicht mitgerechnet. So, hallo Laurin, was machst du gerade? Nix. Ich hab den Leuten auch erklärt, wieso da cool steht. Ah, okay. Fail. Cool. Der hat jetzt 2 Uhr nachts als Minute im Video gesehen. Hm. Aber das ist gut, das ist genau da, wo du gerade einen voll killst. Und alle schön auf gefällt mir bei dem Kommentar. Okay, das ist eigentlich unnötig, weil alle können den Kommentar eh sehen. Ja. Diese Beiträge sind einfach sinnlos. Ja. Besser als der, als du mir gesagt hast, ich soll doch mal kommentieren. Boah, in das und das zu geil oder so, dass ich dann wirklich gepostet habe. Ja. Was? Ich krieg gar nichts mehr mit gerade. Bitte? Ja. Du hast mir mal gesagt, ich kann unter deine Videos auch Kommentare schreiben, wie zum Beispiel... Ah ja, du hast es so gepostet, genau das, was ich gesagt habe. Mann, er hat mir bei Skype geschrieben, doch... schreib doch unter ein Video einfach mal so Sachen wie in der und der in Minute bla 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 so. Ja, und so. Aber das solltest du... Ach, ich dachte, du verstehst, wie ich das meine, aber nee, du bist ich doch... Ich hab das verstanden, wie das du das meinst. Das hat Spaß gemacht, meinst du? Ich hab das extra so dahin gemacht. Ja, das war mir schon klar, aber trotzdem... War schon schade. Den habe ich schon gelöscht. Der hat dem Alex nicht gefallen. Ich glaube, ich habe das gelöscht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder wie sehe ich keine Gegner mehr? Ach so, sind auch nur noch 2 Stück als Feinde. Na super. Ach, der ist jetzt im Panzer. Wie süß. Tja, ist ja nicht süß. Ich putze ich. Ja. Ist ja nur irgendwie so ein M41 Abrahams, ne? Ja. Klar, ist ja nur das so richtig fette Kampfpanzer der US Marines sind, ne? Klar. Hör mal doch. Und das Squad, mein Squad ist eh gut, das gewinnt, aber trotzdem ist es irgendwie langweilig. Du hast noch 4 Minuten, da kannst du viel machen. Die hältst du noch durch. 4 Minuten, ja, okay. Jetzt sind es nur noch 3. Oh yeah, so schnell geht eine Minute. Deine Zeit schwindet. Eieiei. Dann ist es knapp 20 nach 2. Ja, ich habe einen Gegner gekillt. Juhu. Ist vielleicht noch irgendwer auf Facebook? Ja, ich, wenn du mich geaddet hättest. Nee, ich hab dich noch gar nicht. Tja, dann hast du keinen. Dann ist niemand bei Facebook für dich da. Muhaha. Ich gebe einfach ein Alex. Alex. Alex Bratt. Alexander Kukla. Nein. 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 Ich heiße. Du heißt? Ja, so wie ich halt heiße, ne? Ich darf jetzt nicht meinen richtigen Namen angeben. Ah, oh, den habe ich schon gekillt, wie geil. Ein Glück, puh. Hätte nicht gedacht, dass ich den da noch erwische. Das war ja mal pures Glück. Geil, der ist auch gekillt worden. Oh, heftig. Was geht hier ab? Ich krieg Angst. Ich sollte nicht in dem explodierenden Fass stehen. Das wäre vielleicht nicht so gut.
Es gibt immer noch die Facebook-Gruppe zu Eine Nacht mit Night. Hä? Was für Facebook-Gruppe? Die habe ich erstellt. Doch, du bist doch so bescheuert. Wieso erstellst du eine Facebook-Gruppe mit Eine Nacht mit Night? Was bringt denn das? So. Die habe ich total vergessen. Löst du die bitte? Hä? Löst du die bitte? Ja, wieso? Ja. Hey, ich habe gerade Angst, ein Panzer steht neben mir, okay? Das ist nicht gerade sehr toll. Findest du? Aha, haben geschossen. Der kommt jetzt eh vorbei, der Panzer. Ist aber egal, der soll ruhig kommen. Hauptsache ein Sniper stellt sich. Das war so ein geiler Gilgat. Ich schieße eine Panzerfaust erstmal. Verkackt das voll. Der Sniper bleibt da seelenruhig neben mir sitzen. Und ich mache einen Baller auf den. Und dann kommen Sanitäter. Und dann schon. Egal. Aber der war auch ein bisschen dumm. Naja, was soll's. Beide halt dumm. Mhm. Wie viele Kills habe ich? 7 Kills immerhin. Gut. Irgendwo ist ja noch jemand, das weiß ich. Da hinten war der Sanitäter, das weiß ich. Das spüre ich. Tja. Das spüre ich im Urin. Okay. Wenn der da jetzt noch sitzt, ist er ziemlich dumm. Wow, er ist schlau, er sitzt nicht mehr da. Wo sitzt er dann? Ich will ihn noch killen. Hallo, ich meine, ich lasse mich doch nicht vom drittklassigen Sanitäter killen. Das geht doch nicht. Doch, der ist hier nirgendwo. Es sind nur zwei, nee, noch drei Gegner. Das kann doch nicht wahr sein. Und wie viele Minuten habe ich noch? Eine. Ja, okay, den letzten Kill oder Tod und dann gehe ich weg. Naja, eher den letzten Kill, nicht den Tod. Hm. Ja, hm. Schlimm. Da ist jemand. Komm schon, wo ist er? Eingemessert. Und damit bin ich auch noch gestorben. Klasse, ich habe wenigstens Kill gemacht und bin gestorben. Und damit beende ich dieses Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich gehe jetzt erstmal schlafen und wir sehen uns. Du wolltest ja auch Fritten machen. Ja, die mache ich mir später zum Frühstück. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, ciao, Leute. Ja, willst du noch Fritten machen? Du wusste ich doch, dass er es nicht macht. Ja, genau. Okay, ciao, Leute. Tschüss, bis denn.